Heute gibt es den ganz großen Airdrop Guide. Ich zeige dir 22 verschiedene Airdrops, einige, die ich noch nicht gezeigt habe, einige, bei denen es Updates gibt. Ich denke, das wird sehr, sehr spannend. Check gerne die anderen Airdrop-Videos auf meinem Kanal aus. Weil es so viele sind, kann ich nicht zu jedem Projekt in die ganz großen Details gehen. Wenn du Hilfe brauchst, wie irgendwas funktioniert, schreib mir einfach auf Telegram hier unter diesem Handle C-Westfale, dann helfe ich gerne, wenn ich das kann. Die meisten Sachen sind super easy, da brauchst du keine Hilfe, aber vielleicht das eine oder andere, dann melde dich und ich helfe. Ich verlinke dir alle Projekte hier in der Infobox. Ganz wichtig, verwende nur die offiziellen Links. Es gibt jede Menge Scams, wo Leute versuchen, dass du deine Wallet connectest und dir deine Coins und Tokens abgreifen. Also sei vorsichtig, nur die offiziellen Seiten. Und ganz wichtig, hier nochmal der Disclaimer, stopp das Video hier, liest dir das durch, weißt du Bescheid, keine Anlageberatung. Und dann gehen wir einfach mal rein. Das erste ist Gravity. Gravity ist ein Trading-Protokoll auf ZK-Sync. Und das Coole ist, wenn du hier mitmachst, qualifizierst du dich nicht nur für den Gravity Airdrop, du bekommst hier so eine Box, die sehen wir gleich, sondern du farmst direkt auch nochmal für den ZK-Sync Airdrop mit. Also sozusagen ein Two-in-One. Du gehst einfach hier auf Join Waitlist. Und dann suchst du aus, ob das für dich privat oder für ein Business ist. In den meisten Fällen wird es privat sein. Und dann gibst du hier deine E-Mail ein und einen Invite-Code. Und den Invite-Code kannst du von mir bekommen. Ich habe noch welche. Und ja, gebe die natürlich gerne aus. Und dann bekommst du diese Box hier. Und dann bist du schon mal qualifiziert. Und dann kannst du verschiedene weitere Aufgaben machen. Kannst einfach dranbleiben und für diesen Airdrop farmen. Das nächste ist Snowy. Snowy ist ein Meme-Coin auf Injective und ist eine ganz coole Kombination, weil es auf Injective, glaube ich, noch nicht so viele Meme-Coins gibt. Meme-Coins sind gerade eh total im Hype und naja, den gibt es hier im Airdrop. Das ist so ein Telegram-Protokoll, kannst dich sehr einfach für qualifizieren. Wie bei vielen anderen, so ein bisschen was tweeten, irgendwie Discord verbinden, dann bist du dabei. Link in der Infobox. Das nächste, Carve-Protokoll. Das ist ein Data-Sharing-Protokoll. Hier kannst du dir so einen Pass minten und so eine Identität online ebenfalls minten und kannst auch damit dich dann für deren Airdrop qualifizieren. Geht auch sehr, sehr einfach. Einfach den Anleitungsschritten folgen und da bist du dabei. DOP ist ebenfalls ein Privacy-Protokoll. Das Ganze läuft jetzt noch auf dem Testnetz, hat also den Vorteil, dass alle Gebühren nur im Testnetz sind, also nur mit virtuellem Geld, was du dir über Faucets einfach so auf die Wallet schicken lassen kannst. Mega genial, keinerlei Kosten und du bist durch diese Protokollschritte hier, also folgen auf X, irgendwas in den Testnetz claimen, in 10, 15 Minuten durch und hast dich dann für diesen Airdrop qualifiziert, musst dann nichts mehr machen, das war's dann schon. NewSwan. NewSwan wird es keinen Airdrop geben, aber wenn du NewSwan spielst, erzeugst du Traffic auf Base und damit qualifizierst du dich für einen Base Airdrop. Das ist eigentlich ziemlich genial. Ich habe NewSwan schon mal in zwei Videos vorgestellt. Das Spiel als solches macht Spaß meiner Meinung nach. Man verdient hier auch im Augenblick eine APR von 0,83%. Dieser Prozentwert hängt von deinem Investment ab. Das ist bei manchen mehr, bei manchen weniger. Aber das Coole ist, du kannst es halt zweimal am Tag claimen, alle 12 Stunden. Also du siehst, ich habe jetzt hier diese 4,90 $, die jetzt wieder claimen könnte. Und durch jedes Claimen erzeugst du Traffic auf Base und qualifizierst dich dadurch für einen Airdrop. Sehr, sehr simpel. Und macht Spaß. D-Mail. D-Mail ist ein Web3-E-Mail-Programm, wo du dir erstmal ein NFT minten musst. Das ist relativ preiswert, ich glaube, du bist mit 5, $6 dabei, wenn du es auf Binance machst. Ich habe ja auch direkt zwei gemacht. Und kannst dann, wenn du hier über Punkte gehst, verschiedene Sachen erledigen. Das heißt, du kannst zum Beispiel E-Mails auf den verschiedenen Chains schicken und sammelst dadurch Punkte. Und mit diesen Punkten qualifizierst du dich wiederum für den Airdrop. Und auch hier hast du nochmal zusätzlich den Effekt, dass wenn du das auf Chains machst, wo es noch keinen Airdrop gab, zum Beispiel hier auf Manta oder auf Linea, dann qualifizierst du dich potenziell auch für die Airdrops. Das heißt, auch wieder hier, durch eine Aktion kannst du dich für mehrere Airdrops qualifizieren. Portal Bridge oder Wormhole ist sicherlich ein Airdrop, der kommen wird. Der ist allerdings schon sehr viel beworben. Das heißt, ich weiß nicht, wie viel man da wirklich noch machen kann, beziehungsweise wie groß die Chancen noch sind. Aber einfach ein bisschen was hin und her bridgen ist auch kein Hexenwerk.
Zum Beispiel von Arbitrum nach Phantom oder du kannst von Avalanche nach Cello und so weiter. Das heißt, du kannst einfach im Prinzip ein paar Bridge-Vorgänge machen und dann bist du schon dabei. Und wenn du das noch weiter unterstützen willst, kannst du diese Zili-Quests machen, zum Beispiel dich täglich mit der Website verbinden, irgendwas tweeten, auf Discord verbinden. Dafür gibt es Punkte und auch das hilft möglicherweise beim Wormhole Airdrop. Der wird ziemlich groß, nehme ich an, aber eben auch an viele Leute verteilt. Schauen wir mal. Das ist ein Airdrop hier, Supra, der ist, glaube ich, noch ziemlich unbekannt. Die schütten allerdings 400 Millionen Supra-Token aus. Weiß natürlich nicht, wie viel das sein werden. Aber neben dem Airdrop gibt es hier noch ein paar andere Sachen. Das gucken wir uns direkt mal an. Also, meine Verbindung ist nicht so schnell. Es gibt mal diese Giveaways, das finde ich ziemlich cool. Da kann man mitmachen und zum Beispiel kann man sich jetzt hier für so eine PlayStation 5 anmelden, beziehungsweise beim Giveaway mitmachen, gilt noch 2 Tage. Für einen Toyota gibt noch fast 60 Tage. Und es gab so ein paar Sachen, die schon gelaufen sind. Also hier zum Beispiel der Trip Around the World, Pax Gold, ein Gaming Setup. Also da konnte man schon einiges mitnehmen. Das ist sicherlich auch eine spannende Sache. Und es gibt eben diese Missions, die man machen kann, wo man letztendlich Fragen beantwortet. Und durch das Beantworten dieser Fragen qualifiziert man sich für einen Airdrop auf deren Chain. Das ist sicherlich auch nochmal eine ganz nice Möglichkeit, da ein bisschen was mitzunehmen. Dann Orbiter. Da gab es vor kurzem die Quests auf Linea, die sind abgelaufen, aber jetzt gibt es die auf ZK Fair. Auch hier qualifizierst du dich für 2 Airdrops. Du machst diese Vorgänge hier auf Orbiter und bridgest auf ZK Fair oder von ZK Fair runter und qualifizierst dich dadurch für den Orbiter Airdrop und für einen potenziellen ZK Fair Airdrop. Sehr, sehr genial. Dann Manta, New Paradigm. Wir sind mittlerweile bei 1,5 Ethereum im Team, richtig gut. Die 5 wollen wir natürlich erreichen. Ich hoffe, dass der eine oder andere noch mitmacht. Einladungscode für Manta bekommst du von mir. Und wenn du das gemacht hast, hast du ja deine Ethereum rübergebridged und dafür bekommst du Stone Ethereum. Und die kannst du einsetzen, zum Beispiel bei Shoebill. Und wenn du das machst, qualifizierst du dich auch hier für diesen Shoebill Airdrop. Gleiches Prinzip. Einmal was machen, für 2 Airdrops qualifizieren. Ist richtig cool. Letztendlich kannst du die hier einfach verleihen, dafür bekommst du Punkte, verdienst dann nochmal was daran, so ein bisschen Zinsen, 6% in diesem Fall. Oder für Ethereum sogar 24%. Und das ist insofern ganz spannend, weil du das sowieso hier rüber gebridged hast auf die Manta Chain, weil du bei dem New Paradigm Airdrop ja mitmachen wolltest. Aber dadurch, dass du das hier anlegst, verdienst du und qualifizierst dich für Schubel. Das andere ist der Element NFT Marktplatz. Der läuft ebenfalls über Manta. Und hier kannst du dir einfach ein paar NFTs minten und die sind super preiswert. Wir können mal kurz reinschauen, welche ich mir hier gemintet habe, die kosten 1, 2 Dollar. Ich habe 3 Stück, glaube ich, gemintet. Und genau, diesen Burger, diesen Fuchs und das Manta Girl. Da seht ihr die Preise hier, das ist nix. Also wirklich, das ist teilweise unter 1 Dollar. Und dadurch hat man sich auch für den Element Airdrop qualifiziert, der hier schon angekündigt ist. Seht ihr? Also, das macht auf jeden Fall Sinn. Und wiederum, ihr erzeugt auch Aktivität auf Manta. Ihr könnt das nicht nur auf Manta machen, sondern ihr könnt auch auf andere Chains wechseln. Das kann Sinn machen. Zum Beispiel auf Squall könnte interessant sein, auf Linea könnte interessant sein, um sich auch da Aktivität für Airdrops zu generieren. Rainbow Wallet, auch sehr, sehr spannend. Ist halt eine Wallet, so wie MetaMask. Die haben einen Airdrop angekündigt. Ihr könnt die Wallet runterladen als Extension einfach. Und könnt ihr dann nutzen zum Swappen, zum Bridgen, zum Aufladen und qualifiziert euch damit ebenfalls für Punkte. Und mit Punkten gibt es dann Airdrops. Also auch eine ganz spannende Geschichte. Alien Swap ist eine Swap, sehr einfach sich hier zu qualifizieren. Ich benutze sie auf Linea und ihr könnt hier einmal am Tag einfach auf diesen Button hier drücken. Da steht jetzt Earned, wenn das neu ist, steht da irgendwie eine 1 oder so. Dann klickt ihr da drauf, kriegt einen Punkt. Ich habe es jetzt 11 Mal gemacht, habe 11 Punkte. Ihr könnt auch ein bisschen traden hier. Ehrlich gesagt dachte ich, dass ich das gemacht habe. Ich habe nämlich hier ein paar NFTs gekauft, auch wieder für ganz kleine Preise. Ich habe sogar ein eigenes NFT kreiert.
Aber da habe ich bisher noch keine Punkte bekommen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass sie nicht verkauft sind. Aber jedenfalls kann man hier ein bisschen Aktivität machen und ist dann ebenfalls schnell dabei. Dann Ninja Blaze. Das hatte ich schon mal gezeigt. Das ist ein Spiel. Letztendlich läuft auch im Testnetz. Das heißt, man kann hier diese Token for free claimen, diese Schuh, und kann dann entweder bei diesem Jackpot-Spiel mitmachen oder bei diesem Rochambeau, das ist jetzt neu. Können wir einfach mal machen. Wir setzen vielleicht mal 5 Schuh und platzieren hier diesen Schild. Und letztendlich ist es wie dieses Papier, Stein, Schere, was noch, Brunnen-Spiel. Allerdings nur mit drei Elementen. Das heißt, ich habe jetzt hier auf Schild gesetzt. Wenn jemand anderes auf Schwert setzt, gewinne ich. Wenn jemand auf diesen Schuriken setzt, verliere ich. Naja, dann bekommt man halt Punkte. Aber letztendlich ist es auch völlig egal, ob man gewinnt oder verliert. Es geht auch hier wieder nur darum, ein bisschen Traffic zu erzeugen, weil auch hier wird es einen Airdrop geben. Von wahrscheinlich dem House-Token. Insofern, das dauert jetzt hier gerade ein bisschen lange, ist nicht so schlimm. Insofern macht das, glaube ich, auch Sinn, hier ein bisschen Aktivität zu erzeugen. Sita Airdrop müsste jetzt wirklich bald kommen, aber ihr könnt immer noch mitmachen. Hier könnt ihr einfach Sita claimen, kriegt ihr einfach unter dem Link, dann habt ihr ein paar Sita Coins oder Token, Coins, das ist eine eigene Chain, und die könnt ihr dann im Sita-Ökosystem einfach verwenden. Ihr könnt zum Beispiel einfach mal auf irgendwelche Swaps gehen, wenn ihr wollt, und irgendwas so ein bisschen hin und her swappen. Zum Beispiel die Do Your Own Research Swap oder Emmet Finance. Und wenn ihr dann da die Sita-Token hin und her swappt, erzeugt ihr Aktivität und qualifiziert euch vielleicht. Außerdem Blast Off. Die haben es jetzt endlich hingekriegt, ihr Galaxy-Event hier zu aktivieren. Das heißt, ihr seht, 205 Leute haben da teilgenommen. Das funktioniert jetzt. Beim Engine Starter kann man schon die meisten Aufgaben machen. Das mit dem Einladen funktioniert noch nicht. Ich verlinke euch trotzdem mal beide. Da könnt ihr euch auf jeden Fall für diesen Blast Off Airdrop schon mal ein bisschen qualifizieren. Das habe ich schon mal gezeigt. Parcel, das läuft bisher ziemlich gut. Wir können mal reinschauen bei den Points. Ihr könnt hier einfach ein bisschen Liquidität zur Verfügung stellen, bekommt 3 Punkte pro Dollar pro Tag. Und wenn ihr den Code hier verwendet von mir, C-Westfale, dann gibt es nochmal 5% obendrauf. Naja, ihr sammelt hier Punkte und qualifiziert euch für den Parcel Airdrop. Aevo hatte ich auch schon gezeigt. Da könnt ihr zum einen Liquidität hinterlegen und verdient dadurch noch ein paar Prozente. Oder ihr könnt natürlich auch aktiv traden. Und ihr seht, ah, mein Trade ist hier gerade im Plus. Ich versuche hier einfach nur ein bisschen hin und her zu traden, um Aktivität zu erzeugen. Das ist eigentlich relativ schnell gemacht. Und exakt das gleiche Prinzip bei Drift Trade. Hier könnt ihr ebenfalls traden, zum Beispiel Perpetuals. Oder ihr könnt auch einfach im Earn-Bereich zum Beispiel Liquidität hinterlegen und dadurch ganz gute Prozente bekommen oder eben leihen und verleihen und damit ebenfalls Prozente verdienen. Und auch da erzeugt ihr Punkte und qualifiziert euch damit für den Drift Trade Token Airdrop. Novadex hatte ich schon gezeigt, das ist auf Solana eine DEX, die läuft noch im Testnetz. Das heißt, ihr könnt hier über das Faucet einfach die Testnet-Token claimen, können hier ein bisschen hin und her swappen, können in die Pools packen und auch hier einfach Aktivität erzeugen. Und ihr könnt auch an deren Sealy teilnehmen, verlinke ich euch ebenfalls. Und ja, zum Beispiel ein bisschen euch täglich auf den verschiedenen Seiten connecten, ein bisschen was tweeten, ein bisschen was auf Discord machen und dann sammelt ihr da ebenfalls Punkte. Und zu guter Letzt noch das Prime Protocol. Hier ist ebenfalls, könnt ihr Lending und Borrowing machen, das heißt, ihr könnt leihen und verleihen, bekommt dafür Punkte. Hier oben seht ihr die Punkte, die ich eingesammelt habe und qualifiziert euch damit für den Prime Protocol Airdrop. Gut, das waren jetzt eine Menge, Menge Projekte. Ich hoffe, da ist was Spannendes für euch dabei und ja, ich würde also einfach vorschlagen, schaut euch an, was euch gefällt, wo ihr glaubt, dass das Spaß machen könnte, dass es was bringen könnte. Ich bin bei allen tatsächlich dabei. Das ist ein bisschen Aufwand, das ein bisschen zu beobachten, aber bei vielen muss man halt auch nur einmal was machen. Also zum Beispiel hier bei diesem Snoopy-Ding, da meldet man sich einmal an, ist dabei. Das gleiche bei dem DOP, bei Newsrow, und es ist ganz cool, dass man sowieso gleichzeitig noch ein bisschen direkt was verdient.
Rainbow Wallet, ich meine, eine dezentrale Wallet verwendest du sowieso. Es gibt verschiedene Möglichkeiten und der Aufwand ist teilweise nicht so dramatisch. Ich hoffe, das Ganze hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr Updates zu diesen Sachen nicht verpassen wollt, abonniert auf jeden Fall den Kanal. Und hier werdet ihr natürlich auch informiert, wenn die Airdrops tatsächlich stattgefunden hat und man sie claimen kann. Das war's für heute. Danke, bis zum nächsten Mal. Ciao.